Blutüberströmt verlässt dieser Mann eine Demonstration. Er hatte an Protesten in Washington vor der Residenz des türkischen Botschafters teilgenommen. Erdogans Sicherheitsleute griffen die Demonstranten an, weil sie Fahnen einer syrisch-kurdischen Partei bei sich trugen. Zu den Auseinandersetzungen kam es am Rande eines Treffens des türkischen Präsidenten mit dem US-Präsidenten Donald Trump. Bei dem Gespräch hatte es Differenzen hinsichtlich des Vorgehens in Syrien gegeben. Erdogan nannte es absolut nicht akzeptabel, syrische Kurdenmilizen als Partner für den Antiterrorkampf zu unterstützen. Die US-Regierung hatte schon unter Obama mit Kurden im Norden Syriens zusammengearbeitet. Nun sollen sie von den USA auch direkt mit Waffen ausgerüstet werden. Die kurdischen Milizen in Syrien betrachtet die türkische Regierung allerdings als Terroristen, wegen ihrer engen Verbindungen zur türkischen Kurdenpartei PKK.